So, ihr Lieben, es geht wieder los. Es steht das nächste Ligaspiel am Freitag gegen die Kieler Störche in Berlin an. Und was soll ich sagen? Ich habe gerade die Pressekonferenz gesehen. Wenig aufschlussreich tatsächlich, aber natürlich können wir trotzdem jetzt mal so ein bisschen philosophieren, wie das Ganze aussehen könnte. Feststeht, wir alle wollen wahrscheinlich das Doppel-B nicht mehr auf der Doppel-6 sehen mit Bouchalakis und Barkok. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich vermute nämlich fast, dass es trotzdem dazu kommen wird. Und ja. Wir haben im letzten Spiel leider 2 Punkte verschenkt. Unsere erste Halbzeit war einfach katastrophal gegen Eintracht Braunschweig. Am Ende wenigstens dann noch den einen Punkt geholt. Man hat einfach gemerkt, nachdem die Wechsel stattgefunden haben, dass da mehr Drive drin war. Und wir werden jetzt tatsächlich mal schnell schon mal in die Aufstellung gucken. So, also ganz ehrlich, Leute, ich glaube, Paul wird gar nicht so viel verändern in seiner Aufstellung. Und das Einzige, was ich mir höchstens vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass er Palko auf den Flügel zieht und Niederlechner auf die 10. Aber wenn wir eine Sache schon mal festhalten müssen, Tabakovic muss vorne in der Spitze bleiben. Das geht gar nicht anders, weil wir haben es gesehen, gegen Braunschweig stand Niederlechner vorne drin. Das hat überhaupt nicht funktioniert, nachdem Tabakovic drin war. War da viel mehr Drive drin. Auch diese Zuspiele von Reza auf Tabakovic, das war einfach, das hat einfach gefruchtet. Und dementsprechend, Leute, ich sag's euch ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass Paar das genauso lässt. Mit Kabofnik, Clemens, Leistner und Kenny hinten. Dann Barkok, Bouchalakis, Reza, Niederlechner, Palko und Tabakovic. Und dass Clemens wohl nach hinten muss, ist wohl auch schon gesagt. Einfach weil Martin ausfällt und weil Kempf ausfällt. Dementsprechend sind jetzt nicht mehr so viele Optionen für die IV da. Ich zeige euch immer mal was, was ich ganz gerne machen würde, wenn ich jetzt Paul Dardai wäre. So. Da bin ich nochmal, also ganz ehrlich, ich würde es tatsächlich so machen. Und ich sag mal ehrlich, ich glaube, wir fordern ihn ja mittlerweile schon lange, Jeremy Duziak. Und ich muss dazu sagen, also schlechter als Bouchalakis oder Barkok macht er es auch nicht. Er ist mittlerweile fit und bevor er ausgefallen ist, war er doch ein belebendes Element bei uns in der Mannschaft, ganz ehrlich. Er hat dann zwar oft hinten links gespielt, bevor Kabofnik da war, aber auch da hat das wunderbar funktioniert. Deswegen lass ihn doch spielen. Bei Barkok wird wahrscheinlich sowieso die Kaufpflicht irgendwann greifen. Oder bei der geringen Ablöse wird Hertha die wahrscheinlich sowieso ziehen. Da macht es jetzt auch keinen Unterschied, ob der mal ein Spiel spielt oder nicht, sag ich. Ansonsten ist natürlich klar, Tabakovic muss vorne rein. Das hat jetzt mit Reze deutlich besser funktioniert. Dann zweite Halbzeit, als Reze dann seine Zuspiele auf Tabakovic bringen konnte. Auch mit Ibo, ich würde Ibo auch aufgrund seines Tores einfach mal belohnen und einfach mal auf die 10 stellen. Winkler spielt seit Wochen auch nicht mehr so stabil, deswegen würde ich ihm vielleicht mal eine Pause gönnen, dann stellen wir Palko mal auf den Flügel, auch wenn er auf der 10 eigentlich gefährlicher ist. Wäre das so meine Wahl? Und wie gesagt, das Mittelfeld wäre dann Clemens Duziak. Clemens soll ja eigentlich eher IV spielen, jetzt laut Panada, aber wenn wir jetzt uns ein neues Mittelfeld bauen müssten, dann muss halt Gechter auf die IV, weil wir halt sonst keine anderen IVs haben. Und dann fände ich dieses Mittelfeld hier, dieses Dreieck extrem cool mit 2 Jugendspielern und dann noch Jeremy Duziak als Papa quasi, der das Ganze zusammenhält. Deswegen fände ich diese Aufstellung eigentlich ganz cool. Kabofnik, Gechter, Leistner, Kenny, Clemens und Duziak und dann Reze, Ibo Maser, Porco Dardai und vorne Fluppe Tabakovic. Ja, das wäre so meine Herangehensweise. Könnt ihr euch ja gerne mal zu äußern.
was ihr davon haltet, wie ihr das Ganze seht und ja, wie das Spiel ausgeht am Freitag. Kiel ist ja jetzt tatsächlich dann auch nochmal ein Gradmesser. Danach hast du auch noch St. Pauli. Also du hast jetzt Platz 2 und Platz 1 in der Reihenfolge. Allerdings glaube ich, Kiel ist gerade vielleicht in einer kleinen in dieser kleinen Krise. Also mal gewinnen die wieder zwei Spiele, dann ist mal wieder eins dabei, was sie verlieren. Also gegen Pauli haben sie ja gekämpft, aber die haben ja gegen Braunschweig zum Beispiel auch verloren. Gegen Fürth haben sie ja zum Beispiel auch verloren. Die haben jetzt vor den ganzen, die haben jetzt nur zwei Spiele in der Rückrunde gewonnen. Deswegen, vielleicht erwischt man sie gerade irgendwie zur richtigen Zeit, dass man sagen kann, okay, man kann da irgendwie Punkte mitnehmen oder so. Aber wird natürlich eine ganz schwierige Nummer. Aber wenn wir halt unter dem Aspekt sind, dass wir nächste Woche dann auch noch in Pauli spielen, würde ich tatsächlich lieber jetzt gegen Kiel Punkte mitnehmen, weil ich davon ausgehe, dass wir gegen St. Pauli keine Punkte holen oder höchstens ein. Und ich sowieso davon ausgehe, dass St. Pauli aufsteigt, weil die gerade jetzt nicht meilenweit weg sind, aber doch schon gut weg sind. Ja, das wäre mein Call. Gebt doch da gerne mal Bescheid, sagt doch gerne mal, ja, was ihr vielleicht machen würdet und was ihr glaubt, wie das Spiel ausgeht. Ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann am Freitag wieder. Macht's gut, hau he und tschüss.